So, hallo, hallo. Ja. Heute wieder eine optionale Folge. No. Die häufen sich ein bisschen, ne? Ja, so viel haben wir nicht mehr vor uns. Nicht mehr so viel. Aber es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Weil immer wieder so ein paar kleine Sachen dazukommen, die ich machen will. Und die mich so ein bisschen vom Ende abhalten. Vom Ende abhalten. Weil ich das Spiel irgendwie gar nicht beenden will. Das ist schlimm. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben viele, viele Bosse zerhackt. Wir haben natürlich wieder Godshand. Die Schmiede, Godshand, haben wir nach hinten verschoben. Ja, und heute kommen wieder ein paar neue Sachen dazu, die ich machen will. Unbedingt. Es fehlen noch 2%. Ich habe ja mal gesagt, ich will das Spiel auf 100% durchspielen. Nun ja, ich habe alle Bosse zerhackt. Natürlich außer den Endboss. Und ja, jetzt fehlen mir noch immer 2%. ich habe ein paar Sachen zurechtgelegt. OOC, also die Seite OO City. Da ist ein schönes Archiv mit Vagrant Story. Und dort sind alle Räume aufgelistet. Alle Siegel, die man braucht. Alle Schlüssel, alle Bosse und so weiter und so fort. Ne? Alle Schmieden, alle Trainingsdummies. Also das ist eine recht schöne Seite. Wer Interesse hat an dieser Seite, die heißt OO Cities. Und dann ein Punkt, Punkt und Org. Und dort sucht ihr einfach nach Vagrant Story. Und dort findet ihr eine richtig schöne Lösung, wie man Waffen schmiedet, wo man welche Waffen findet und so weiter und so fort. Ne? Bronzeschlüssel, Goldschlüssel und. Ein riesiges Archiv. Das ist natürlich archiviert, ne? Wie der Name so schön sagt. Aber es ist noch immer aufrufbar. Ja, ziemlich geil. Und das werde ich mir heute mal angucken. Wir machen noch ein Rätsel. Ein Kistenrätsel machen wir noch. Und dann schauen wir uns ein bisschen vielleicht das Monster Bestarium an. Ob man die Liste fertig haben, ne? Also die eine Liste können wir mal fertig gucken, dann die zweite Liste fertig gucken. Ja, vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, dann noch mal schmieden, ne? Das durch ein bisschen vor mich hinschieben. Ja, aber ich kann es nicht ewig verschieben. Irgendwann müssen wir das Spiel beenden. Das ist schlimm. Tja, na gut. Heute mit musikalischer Untermalung im Hintergrund. Ne? Eine schöne Playliste habe ich hier. Wo ist denn das Spiel? Da, genau, da ist es. Mein Spielchen. So, was machen wir als erstes? Spielstand laden. So. Weil es eine optionale Folge ist, habe ich den Sound ausgeschalten vom Spiel. Oh mein Gott, wie kannst du nur Ivo? Schlimm, schlimm, schlimm. So, da war der letzte Teleport. Ne? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ja, wir haben alles zerhackt, was es zum Zerhacken gibt. Und, wir haben trotzdem nicht die 10. Wir müssten halt mal gucken. Ne? Ah, stimmt. Nämlich in der Lösung stand auch drin: Exit Unknown wird, glaube ich, auch mitgezählt. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. Vielleicht auch nicht.
Ne? Wir holen uns noch das Loot. Das Loot war, keine Ahnung, irgendwo. Und jetzt wisst ihr, wo das Loot war, dann wäre ich ein bisschen schneller. Ja, wir haben alles, wirklich alles haben wir durchsucht. Was es zum Durchsuchen gibt, ne? Ich glaube, ich muss aber entweder in den Keller oder in den ersten Stock. Kathedrale 2. Was, hier oder hier? Muss mal gucken. Na, hier war das Exit. Ah. Oder es war B1. Sanity and Madness. Nö, das ist der Keller, ne? Dann muss ich nicht mehr hin, ne? Nee, nee. Dann war es, glaube ich, im L1, glaube ich. L1 war es, glaube ich. Da muss ich mal kurz gucken in meine Lösung. Ne? Also das Spiel ist schon sehr umfangreich. Und wenn man da sich nicht auskennt und nicht dahinter guckt, dann ja, dann ist man ein bisschen verloren. Warte mal. Gebiet 19, im Abschnitt 16. Warte mal, Abschnitt 16. Abschnitt 16. Gebiet 19. Müsste eigentlich hier sein. Nee, nicht hier. Hier. Ey, das kann es nicht sein, oder? Abschnitt 19? Abschnitt 19? Moment, Moment, wo bin ich denn? Ja, Gott, das fängt ja schon mal gut an. Nee, Abschnitt 19. Map Abschnitt 16, so rum. Ah, okay. Ja. Müsste ich nur mal wissen, wo zum Teufel bin ich? Abschnitt 16. Jetzt erst mal die Lootkiste finden. Ey, es fängt schon gut an. Okay, fangen wir mit dem Keller an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Okay. Oh, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Dann wird's wahrscheinlich hier sein, irgendwo. Uff, das wird ja ein Hetz. Eieieiei. Warte mal, ich habe ja, wie heißt denn das? Warte mal. Madness? Wat? Ich weiß, wie der Raum heißt. Warte. Der Raum heißt, Where the Darkness Breeds. So heißt der Raum. Das ist unser Loot-Raum. Where the Darkness Breeds. Wie heißt Darkness? Acolyte Weakness? Nope, das war's nicht. Error in the Dark? Nope. Oh, die Dunkelheit. Da war's gerade. Wir müssen hier lang. Genau hier. So, um hier hinzukommen, müssen wir nach L2. L2 ist hier. Und der führt uns nach L1. Genau hier lang. Da haben wir schon mal einen Plan, wo wir hin müssen. Wir müssen genau hier lang. Gott, das ist wieder so eine Hetz hier. Also wir müssen nach L2. Dann hier den Seitenweg nehmen. Ne? Genau. Ach du Scheiße. Nur um eine Lootkiste zu finden. In der Schwede. Werde ja narrisch. So, wir müssen erstmal wieder in den Keller. Ach was, machen wir den Teleport. Den ganzen Weg nochmal latschen. Habe ich keinen Bock drauf. Kathedrale Level 1. Ja, Sin and Punishment. Erstmal da lang. Jetzt sind wir wieder im Safe-Raum. So. Mal schauen. Müssen wir die Treppe wieder hinunter. Wenn's stimmt. Hör auf. So.
Wir haben schon alles zerhackt. Ja. Ja. So, hier ist der Dingens. Hüpf doch. Meine Güte. Ja, entweder wir gehen hier und wir gehen den anderen Weg jetzt. Das ist immer so eine Frage. Eigentlich sind beide. Nee. Der eine Fahrstuhl bringt mir, glaube ich, gar nichts. Da muss ich den langen Weg nehmen. Sonst lande ich, glaube ich, sogar in eine Sackgasse. Was echt nicht nett ist. So. Holen wir uns die Lootkiste. So, hinauf. Hopp, hopp. Gib mir Loot. So. So, jetzt sind wir erst einmal hier. Level 1, genau, wir sind hier, Level 1. Und wir müssen nach Level 2. Hier war, glaube ich, noch ein Boss. Hier war der Boss. Ja. Das heißt, wir müssen zum Exit. Nee, ein Stockwerk höher müssen wir. Genau. Ein Stockwerk höher. Mal. Und dann von ganz oben nach ganz unten. Ja, das hört sich verrückt an, ist aber. Gut, hier dürfte es weitergehen. Und von hier aus müssen wir dann runterhüpfen. Wenn es stimmt. Nee, wir müssen hier bei der Kreuzung bleiben. Einmal hier die Kreuzung. Hüpf, hüpf. Mein Gott. Dieses Schrägspringen ist schlimm. Echt jetzt. So, jetzt müssen wir richtig sein. Jetzt schauen. So, Kathedrale Level 2. Level 3? Nein, da wollen wir nicht hin. Wir wollen nach unten. Level 1, genau. Hier hin. Wo kommen wir denn jetzt hin? Da müssten wir da lang, glaube ich. Da lang. So. Na, langsam kenne ich die Map in- und auswendig. Oh, ah, shit. Okay. Ich weiß schon wieder, wo wir lang müssen. Wir müssen hier drum herum laufen. Da war der Schalter. Ja, stimmt, hier war der Schalter. Und hier drüben. Ups. Links weiter. Hüpf. Easy cheesy. Kamera. So, hier sind wir. Jetzt nach unten. Das Rätsel haben wir schon gelöst. So, und jetzt hüpfen wir einfach mal nach unten. Und unten sind wir. Tada! Ja, nicht schlecht. Das einzige Problem hier, finde ich, ist, dass man dann wieder hochkommt. Also hier zum Teleport hochhüpfen ist... Okay. Was wir jetzt machen müssen, ist eine Brücke bauen. Original, eine Brücke. Um an diese verdammte Kiste zu kommen. Das wird ein bisschen schwierig. Natürlich habe ich die Lösung hier und so, ne? Aber ja, selbst mit Lösung ist das Rätsel gar nicht mal so leicht. Erst einmal... Eine Kiste runter, eine Kiste hoch. Uff. Oh. Na, ich probiere es mal aus. Also, theoretisch weiß ich ja, wie es funktioniert. Ich lasse das jetzt nur richtig hier. Ne? Hier kann ich hoch. Ja, okay. Also, hier eine Kiste muss darüber. Andere Kiste kommt dann dort rüber. Moment, wie macht man das? Ja. Und dann muss ich hier die Kisten schieben. Die anderen Kisten auch nochmal. Ah, weh, das ist so eine Aufgabe, wo man so denkt, puff, viel Kisten. So viel Kisten. Meine Güte. So, erst einmal den. Ich probiere es mal. So. Ich muss so oder so alle Dingens benutzen. So, das ist Nummer 1. Jetzt bräuchte ich noch eine Nummer 2.
Nämlich hier. Hier muss ja auch nochmal Dinge ziehen. Ne? Hier. Und hier. Sieht mal ein bisschen schlecht, aber ja. Das muss ja auch noch gemacht werden. Hier. Wo habe ich denn den zweiten? Einen habe ich hier. Anderen habe ich hier. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich einen oder zwei zerstören musste, um hier die Dingens zu schaffen. So, mal gucken. Hier hin, dahin. Dahin. So. Und so halbwegs hier zusammenpassen. Den brauche ich auch noch. Den hier auch noch. Zack. Der da fehlt noch. Wie mache ich denn den? Den hier hin. Zack. Mal schauen, ob sich das irgendwie ausgeht. Bin mir gerade nicht sicher. Lass mir die Kiste runter. So. So, schauen wir mal. Ups. Ja. So die halbe Dings haben wir ja fertig. Ne? Ja, jetzt fehlt uns aber dann noch die Mitte. Ne? Die Mitte fehlt noch. Das wird, glaube ich, der Knackpunkt. Rätsel. Dass wir die Mitte auch noch schaffen. Zack. Die Mitte müssen wir noch füllen. Das wird schwieriger an dem Ding. Halt die Frage, ob ich die Kiste zerstören muss oder ob alle Kisten heil bleiben müssen. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Wird ein bisschen knapp, glaube ich. Sieht das aus? Das ist jetzt die Frage. Warte, der hier kommt da lang. Ja, der kommt hier lang. Ausprobieren. So. Wie sieht das aus? Wo ist denn der? Achso, der ist ganz unten. Ja, ja. Okay. Passt so weit. Glaube ich zumindest. Okay. Jetzt habe ich noch eine Kiste. Und eine letzte Kiste muss ich dann noch verschieben. Naja, also, hat schon ein bisschen die Form. Mal gucken. Ich muss das richtig schmeißen. Sonst ist das Ding komplett falsch. So, ist den hier. Okay, warte mal, wie mache ich das jetzt? Die mittlere Kiste muss ich auch noch schmeißen. Ich weiß jetzt gerade nicht wie. Ich den jetzt schon oder muss ich den. Ich glaube, eine Kiste muss ich zerstören, oder? Bin mir gerade unsicher. Mal schauen. Weg. Ja. Sieht doch okay aus, oder? Ja. Also für mich sieht's okay aus. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück. Stimmt auf Anhieb. Wenn nicht, muss ich nochmal resetten. So, wie sieht's jetzt aus? Ja. Ich glaube, es sieht gut aus. Jetzt der Rätselchen. Ja. Wenn ich dran denke, wie oft ich da mal dumm gepfuscht habe. Ja, sieht gut aus. Gut, sehr gut. Ja, sehr gut. Okay. Perfekt. First try. Juhu. So. Okay. Kiste öffnen. Ich glaube, so viel ist da gar nicht mehr drin, ne? Ja, einen Helm haben wir noch. Mana und Elixir. Zack, zack, zack. Mit. Natürlich geht der Bildschirm aus. Meine Güte.
Bildschirm. Okay. Was wollte ich denn jetzt? Elixir haben wir. Elixir of the Queen. Damit. So, okay. Plus 3. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch hoch, hoch. Um und zum Speicherpunkt. Sind dann. Was ist die Insel? Gut, erledigt. Dann können wir noch ein bisschen rätseln, wie wir die letzten 2% zusammenkriegen. Ein Rätsel für die Ewigkeit. So, wieder den Seitenweg. Gut, einmal. Gut, ich glaube, ich bin falsch. Bitte. Ich bin falsch. Was sagt die Connection? Connection? Connection ist okay, oder? Ne? Letztes Mal war die Connection nicht so geil. Bei Icewind Deal ist mal alles zerhackt. Also die komplette Folge. Weiß nicht wieso. Es war aber nur an einem einzigen Tag, wo es Internet gesponnen hat. Ganz komisch. So, hüpfen. Hüpft. So, haben wir das. Fahrstuhl. Nach unten. Hui. Blub. So, wo ist denn jetzt der Speicherpunkt? Haben wir. Da unten. Hui. Nochmal. Einfach in den Abgrund hüpft, ne? Ohne ein Knochenbruch. So. Okay. Können wir uns eigentlich schon in God's Hand begeben? Haben wir jetzt eigentlich eh nicht mehr zu tun. Gut. Im Speicherpunkt. Gut. So. Mal das. Speichern. Schön. Yep. Alles erledigt. Und dann müssen wir mal gucken, was wir mit unserer Kiste machen. Weil die einfach nur übelst überladen ist. Was auch nicht geil ist. Memory Card? Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Mein Gott, ich hab schon gedacht, das Ding stützt mir ab. So, 98%? Ja. Alle Lootkisten? Ja. So, haben wir das. So, mal schauen. Durch den ganzen optionalen Kram habe ich schon wieder die Spielstunden gestreckt. 40 Stunden. Oh Mann. 98. Ändert sich da leider nichts, ne? Durch die Lootkiste. Tja. Schade, schade, schade. Teleport. Magic. Und. God's Hand. Tada. Gut Ding. Jupp, das sind wir. Kurz schauen. Ich habe ein Schild bekommen, oder? Schild, Schild. Was war denn das? Noch so ein Oval. Ah, Morlock, das ist gut. Noch ein Morlock, das ist schön. Nice. Morlock. Beast, Dragon, Evo. Oh. Das Morlock war jetzt, glaube ich, nur die Dunkelheit, ne? Ja. Okay. Nämlich, ich habe schon ein Hoplite auf Maximum, ne? Das geht nicht mehr. Ja, was machen wir mit dem Schild? Mal reparieren, ne? Das ist eine Idee. Reparieren. So. Gems. Ups. Das ist mein
favorite. Das ist mein... Nun ja. Mein Dingens. Mein Schild, das ich selbst geschmiedet habe. Och. Oberschild. Meine Güte, wie ich dazu geballert werde mit Gems, es ist schlimm. Wie viele Gems habe ich denn jetzt? Gems habe ich 38. Läuft. Und wieder eine Engelsperle. Juhu! Sehr schön. Was habe ich denn hier? Ah, oh, okay, das ist das Mensch und das andere ist. Balvus. Balwuf. Uffs. Die Untot. Polaris. Ganzen Chin. Merit. Ifrit. Talos. Nein, bitte. So viel Games. Das ist schlimm. Ja. Denke habe ich, glaube ich, jetzt nichts mehr. Silberschlüssel habe ich. Goldschlüssel. Stahlschlüssel. Habe eigentlich alles. Ein Schlüssel, was es so gibt, ne? Es war auch eine lustige Hitz. Untote Stadt. Ich glaube, ich habe alle Türen geöffnet, die es so gibt. Ja. Da war der Escape Way. Mit dem Silberschlüssel. Ich glaube, ich habe auch alle Türen geöffnet. Da steht nichts mehr wegen. Da habe ich noch eine Tür. Goldkey. Können wir noch öffnen? Interessant. Da habe ich noch einen Silberschlüssel. Oh. Exit. Ich weiß nicht, ob das gilt, wenn man hier noch die Türen öffnet. Ob das zu dem Prozent dazu zählt. Das weiß ich nicht. Das wüsste ich aber gern, ne? Das könnte man nochmal ausprobieren. Also hier den Goldkey. Hier. Zum Sinnes Corner könnte ich jetzt nochmal gehen. Ah, gehen wir zum Sinnes Corner, oder? Schauen wir mal, ne? Man kann es ja ausprobieren. Ob das was, bewirkt. Sinnes Corner ist... Wie ist denn der? Sinnes Corner. Hier. Ach du Scheiße. Mein Mana? Nein, nicht mein Mana. Ach nö. Ach Herrgott, wer bist denn du? Hallo? Kennen wir uns? Kommen Sie öfter hierher? welches Schwert habe ich denn jetzt? Dämon? Ah, okay. Ist schon. Okay. Machen wir mal kaputt. Bitte, dann läuft man davon. Och komm. Nein! Nicht davon laufen. Aua! Bleib hier. Ah, nicht davon laufen. Was? Ins Gesicht. Nicht hin. Läuft. Was willst du? Ja, jetzt natürlich kriege ich nochmal Eisen. Ehrlich. Was? Daneben. Wenn die Gegner zu schwach sind. Nix. So. Nächste bitte. Ne. Ringleggings, das letzte, was ich will. Weg damit. Ringleggings. Meine Güte. So, okay. Jetzt will ich wissen, wo dieser verdammte Schlüssel ist. Warte. Ich hab's gleich. Das war Ilton Hideout. City Wall. Da war der Goldschlüssel. Exit. Hier war noch der Silberschlüssel. Okay. Das ist jetzt noch die Frage, die mich quält. Ob ich bei jeder Tür den Schlüssel benutze. Ne?
Sonst habe ich eigentlich alles, was es im Spiel gibt, die Schlüssel geöffnet. Huje, was macht denn der? Achso. Interessiert mich nicht. Ein Psycho. Blub. Oh nein. Tja. Das ist eine Reichweite. Hallo. Arsch dich her. Zack. Ins Gesicht. Blub. Ein kleiner Blub. So, was ist mit der Tür? Ah, unlock with the silver key. Okay. Und jetzt? Hat sich da jetzt was geändert? Mal kurz schauen. Ja. Aha, okay, es wird nicht mehr auf der Karte angezeigt, wenn man eine Tür mit einem Schlüssel geöffnet hat. Okay, das ist interessant. Was mich zu einer weiteren Frage führt. Warte, hier haben wir noch einen Goldkey. Und. Warte, irgendwo war noch eine Tür, ich weiß es. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich glaube, hier war nichts mehr. Hier war nichts mehr. Die Minen hatte ich schon, oder? Die Mine 2. Warte. Die Mine 2 war. Hier. Nämlich von hier aus konnte man noch hier den Umweg gehen und Loot sammeln, ne? Hier nach unten. Und dann gab es hier noch Dingens. Nein. Was rum? Warum? Da gab es hier noch eine Notiz zu holen. Und hier gab es noch einen Bossraum. Genau, hier hat er auch den Schlüssel noch. Das Schlüsselsymbol. Für die Minen 2. Ja. Also ich glaube, ich muss jetzt noch alle Schlüssel benutzen. An jeder verschlossenen Tür. Glaube ich zumindest. Dass wir es einmal von der Map weg haben. Dass es nicht mehr angezeigt wird. Hier die Minen 1 müsste ich schon fertig haben. Hm, da habe ich alles. Ja, da war noch eine Tür mit dem Silberschlüssel. Das habe ich auch erledigt. Ja, okay. Also so viele Möglichkeiten gibt es gar nicht mehr. Wo ich noch Schlüssel hätte, die ich nicht benutzt habe. Ja, na gut. Noch einen Goldschlüssel. Den probieren wir nochmal aus. Und dann noch den Eisenschlüssel. Tschu, mal gucken. Hallo, jemand zu Hause? Nein. Gut. Hi. Was? Ins Gesicht. Schön. Die haben ja nicht viel. Fast nicht. Ne? Phantom. Was? Schön. Blub. Wie so ein Blub. Ja, nächste. Sehr schön. Blub. Okay. Gut, war das alles? Ich glaube schon. Mal. Mal kurz gucken, wo bin ich. Ach je. So, hier war noch ein Goldkey. Hier war noch ein Goldkey. Und ich glaube, da waren dann noch diese Dingens, wie hießen's? Die. Aha, Unlock mit Gold Key. Genau, so will ich's. Okay. Goldschlüssel. Ja, ihr. Ich glaube, ich gehe lieber. Lauf! Nein! Bitte nicht! Oh Gott. Was ist mit der Musik los? Hallo? Musik? Danke. Meine Güte, Musik. Was ist los? ja, okay, das war jetzt Schlüssel 1, Schlüssel 2. Okay. Was sagt die Map? Ganz kurz mal gucken. Ja. Yeah. Ja. Haben wir auch erledigt. Schlüssel.
Jetzt war nur noch. Wo war das letzte? Das letzte war. The Crumbling Market, genau. Da war hier noch was, ne? Zu den Minen. Da müssen wir nochmal rein. In die Minen. Und dann dürfte es auf der Map eigentlich einen Abschnitt mehr geben. Wo steht Dingens, ne? So, hat es nochmal. Market. So. Oh, wer bist denn du? Hallo? Hä? Seit wann ist denn hier ein Licht? Hä? Hallo? Bruder, was machst du hier? Hä? Erstmal neu. Wenn man hier das erste Mal hinrennt, dann gibt es eigentlich keinen Lich King. Normalerweise ist hier ein Dullahan, glaube ich. Was? Ist ja noch einer. Was machst du da hin? Hallo? Ah, okay. Hast du genug? Okay. Normalerweise ist hier ein Dullahan, der sich uns anlegen will. Ne? So, was ist jetzt hier? Ist das hier? Ich muss schauen, wie ich hier rauskomme. Hallo? Nee, das war der falsche Weg. Ich bin wieder weg. Ciao. Okay, hier kommt man zur Unterstadt. Ne? Und hier müsste es in die Minen gehen. So, schauen wir mal. Jetzt die Minen. Hä? Was zum? Das ist der falsche Weg. Nein! Och nö, ich habe den falschen Weg. Nee, nee, warte mal, wo muss ich denn hin? Oh, je, 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 je. Uff, das wird lustig. Ach, was willst du? Hau ab! Hallo? Natürlich Teleport, ich liebe es. die Teleporter. Hallo? Was? Tschüss. So, noch einer? Oder war's das? Ach, die kommen zu zweit. Ciao, ciao. Wusste ich jetzt nicht. Och nö. Nicht Silence. Das letzte, was ich brauche, ist Silence. Nein. Was ist das? Och nö. Du kleine Nerven. Batz. Du. Okay. Zum Lukas schauen. Zum Teufel muss ich lang. Die Map hat gesagt. Mine 2, oder? Auch Mine 2. Oder ich bin im falschen Abschnitt. Mine 2 ist hier, ne? Mine 2 war hier. Das war das Ding. Genau. Warte mal, wo komme ich denn da lang? Genau, hier ist noch ein Eisenschlüssel. Den müssen wir nochmal benutzen. Bandit Hollow. Da muss ich lang. Ah. Warte mal, wo komme ich denn da lang? Ist das der Ausgang? Ah, okay, okay. Also das ist hier der Unterstadt-Dingens. Dann kommt hier der Bossraum. Und dann kommt hier der Eisenschlüssel. Ah, I see, I see. Okay. Das habe ich verpasst. Vergessen. Da war noch ein Eisenschlüssel, ne? Okay. Gut. Na, die Tür holen wir uns noch, ne? Vielleicht haben wir ja Glück. So. Hier war der Bossraum. Gleich danach. Na komm. Ach, das wird. Oh weh, das fängt schon wieder gut an. So, warte mal. Keine Hektik.
gefixt. So. Mach mich froh. Okay. Aha. Schafft. Sehr schön. Hoch. So. Müsste aber dann die letzte Tür, glaube ich, sein, ne? So, das ist der Bossraum, den kennen wir noch. Nur genüge. Mit dem Schneedrachen, glaube ich, kann es. Wer bist denn du? Hallo. Ach, das ist ein Lizard, ne? Nett. Ein Lizard. Bats ins Gesicht. Hallo? Jetzt hin. Nein, bitte. Ach nö, lauter Imps. Mag ich gar nicht. Soll ich durchlaufen? Nein! Nicht. Lass das! Ach nö. Ach, ich hasse dich. Ja. Yeah. Lauter kleine Lizards. Nicht Lizards. Wie heißen's? Diese Imps. Imps, glaube ich, waren es, ne? Kleinen Imps. Batz ins Gesicht. Ja. Gott sei Dank haben die nicht so viel HP. Jetzt will ich durchgehen. So. Nächste. Zack. Vamos. Musst du wohl sterben? Danke. Der nächste. Komm her, du Kleiner. Komm. Hä? Ach, das ist wieder so ein Millimeter, ne? Aua. So, komm her. Ich hab das für dich. Zack. So, haben wir das. Okay. Machen wir nochmal kurz Heilung. So, das müsste aber dann, glaube ich, die letzte Tür sein. Die ich noch nicht geöffnet habe, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Manche Sachen waren eigentlich nur so kleine Shortcuts, die ich nie benutzt habe. So, was ist mit der Tür hier? Geöffnet mit dem Eisenschlüssel. Zack, rein. Und was finden wir? Wie? Hä? War ich hier drin schon? Ich war hier drin noch gar nicht. What the fuck? Die Tür habe ich komplett vergessen. What? Geht. Ich habe wirklich einen Raum habe ich vergessen. Oha. Okay. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, oh. Ich habe gedacht, das war eine Abkürzung und kein Lootraum. Gibt's ja nicht. Ah. Bats ins Gesicht. Und nochmal. Zack. Sehr schön. Finden wir nochmal Loot. Nice. Dann ist das wahrscheinlich die letzten 2%, die mir fehlen. Kann das sein? Aha. Bats ins Gesicht. Sehr schön. Und der nächste, bitte. Hallo, du da. Komm runter. Geht doch. Und zack. Sehr schön. Lebt er noch? Hallo? Daneben. Okay, Hammers. Und jetzt? Also. Ein kleines Kraut. Sehr schön. Dann habe ich den Lootraum hier verpasst. Ich habe gedacht, es war eine Abkürzung. In Wirklichkeit war es ein Lootraum. Tja. Die letzten 2%, wenn ich Glück habe. Was sagt die Connection? Ja, Connection, okay. Gut. Ich hab da immer so meine Bedenken, ne? Das mir des Dingens. Eisventil hat's mir zerschossen, ne? Im letzten Stream. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Was krieg ich? Oh, das ist was Gutes. Oh. Ein Piraten. Eine Piratenaxt, ein Damaskus-Kries. Das ist was Gutes.
ein Herzschild, ein Schwanengesang. Das Ding habe ich schon bekommen. Dieses Amulett kriegt man, wenn man den guten Grissom tötet. Sparkfusion. Wow. Jetzt kriegt man die Sparkfusion. Wisst ihr, was die Sparkfusion ist? Das ist der Feuerspell auf die Waffe. Und ich habe die ganze Zeit den Zauber gesucht und nicht gefunden. Wow. Echt jetzt? Okay. Ja, Schwanensee-Song. Das ist das Amulett von Grissom. Nichts Großartiges. Ganz okay. Oh, das war die letzte Lootkiste. Ich glaube, sonst habe ich alles erledigt, ne? Hier gibt's nichts mehr mit Schlüssel oder so, ne? Hier habe ich alles. Alle Schlüssel. Ne? Man kann ja ein bisschen durcheinander kommen mit den Schlüsseln. Und das war wohl mein Fehler, dass ich das Ding, diese eine Tür hier, als Abkürzung gesehen habe. Oh, das ist was Nettes. Eine Säbelhellebarde. Nice. Das ist nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Das Schild. Orion. Ein schwarzer Choral hält das Haar des Orions, der Bestie, erhöht den die Power against Beast. Interessant. Ja, kann man machen. Und das Amulett hier war von Grissom, ne? Dieses eine Amulett. Eine Brosche gemacht von einem armen Handwerker für seine Frau. Qualitativ ist After His Dead. Ja. Und das Amulett brauchen wir nicht. Das können wir wegschmeißen. Das haben wir schon zur Genüge. Weg damit. So, was haben wir noch bekommen? Damaskus? Wann ist jetzt? Damaskus? Ein Damaskus-Gries. Auch nicht schlecht. Aber jetzt nicht unbedingt, was ich brauche. Wampros nochmal. Ja, gerade ich muss so viel schmieden, das ist schlimm. Na gut, dann teleportieren wir uns zurück. Mal gucken. Vielleicht habe ich jetzt die 100%. Unlock with the key. Sehr schön. Mal schauen. Und? Teleport. Wo ist die Prozent? Da. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Was sagt der Spielstand? Speichern. Und? Speichern. Also ich dreh durch, wenn jetzt die 100% sind, ne? Komm schon. Und? Punishment? Ja, da war ich schon. Speichern. Bitte. Das Speichern dauert immer so elendig lang. Komm. 99%! Ey, das Spiel, das trollt mich. Wir haben 99% geschafft. Yes! Herrgott! Wieso? Das Spiel macht mich fertig. Oh Mann. Uff.
Uff, uff. Ja, und jetzt? Alle Schweden. Na gut, dann können wir noch ein bisschen gucken. Lass mich überlegen. Wir können jetzt noch mal jedes einzelne Ding und so können wir uns angucken. So, ich habe hier noch meine Lösung, das Archiv OOC City. Entrance Darkness, Dummies, Weinkeller. Weinkeller hat 18 Dingens. 18 Abschnitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Abschnitte. Jupp. Danach kommt Nummer 2, die Katakomben. Die haben auch nochmal 18. Katakomben. Zählen wir einfach mal durch. Ne? Irgendwann werden wir alle haben. Ne? Katakomben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Was? Jetzt habe ich mich verzählt. Ah, nochmal von vorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. Katakomben sind auch komplett. Ne? Aber anfangs ist es noch sehr übersichtlich. Ne? Die ersten drei Gebiete. Ne? Unübersichtlich wird es ja dann erst, wenn man Town Center Westen, Osten und Dingens noch dazu kriegt. Ne? Und dann noch Dingens sucht. Also Dinge sucht. Ne? Ihr wisst schon, Dinge sucht. Sanctum, okay. Sanctum ist ein bisschen. Ja, das hat ein schönen Aufbau des Level. Sanctum. Sanctum hat 13. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, Sanctum stimmt auch. 13. Down Center West. Ah, jetzt wird's. Dingens, ne? Er geht hier nach Buchstabensortierung. Ne? Und Town Center West ist irgendwo da unten. Ne? ja, das kann ein bisschen verwirrend sein. Genau. Das ist jetzt hier. Town Center West. Nein, nicht Unterstadt, bin ich bekloppt. Town Center. Hallo? Town Center, hier lang. Da lang ist man. 10 Gebiete gibt es hier. Gebiete? Echt? Ich habe das Gebiet irgendwie größer in Erinnerung, aber okay. Anfangen tut es ja nur mit diesen 4 Abschnitten. 1, 2, 4, 5. Und über das Wasser kommt man ja am Anfang nicht. Weil ist so. Dann muss man erst durch die Katakomben. Und. Dann erst kann man sogar noch mit dem Blatt sehen, hier noch eine Geheimtür öffnen. Auch sehr interessant. Ganz kurze Pause. Wasser nachfüllen.
zu. Macht so. So. Trinken. Oh, ich verduste. Ein bisschen schwitzig schwül. Das Wetter gefällt mir nicht. So. Bin froh, wenn ich in den vier Wänden bin. So. Na gut. Town Center West. Na, das ist das vierte Gebiet, wo wir am Anfang hinkommen. Das erste Mal an der Oberfläche. Das hat was. Wo fängt's denn an? Hier? Ich glaube hier, ne? Ruhe Vermilion. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Okay, stimmt. Okay. 10. Danach kommt City Wall West. Die erste Stadtmauer. Die ist auch ziemlich kurz, ne? Im Vergleich zu anderen Stadtmauern. City Wall. City Wall West. City Wall West. Ida. 1, 2, 3. Da gibt's noch gar nicht mehr so viel zum Gucken. Ja, schade eigentlich. Das ist irgendwo anders eingebaut, aber okay. Will mich ja nicht beschweren. Und dann natürlich kommt die erste krasse Mine. Ich weiß nicht, war da hier schon die Wüfern? Ist das noch jemand? Was war denn hier? War hier schon die erste Wüfer? Das weiß ich gar nicht mehr. Ah doch, die Wüfer war hier. Das war der erste Bosskampf mit der Wüfer nach dem Intro. Dort gab es auch den ersten Feuerelement und den Okre. Na, der Okre, irgendwie war der mir zu leicht. Ich weiß nicht, wieso der zu leicht war, aber ich habe den immer kaputt gehauen. Ohne Probleme. Ich weiß nicht, um was es geht. Aber für die erste Mine war das Gebiet ziemlich groß. Ne? Wie viel sind denn? 24. Okay, 24 Dingens. 24 Kartenabschnitte, das Ganze hier. Das ist schon ziemlich groß, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ja, hier habe ich auch schon alles erledigt. 24. Obwohl das Gebiet so riesig ist, ne? Das ist schon ziemlich heftig, ne? Ziemlich großes Gebiet. Und dann kam zum ersten Mal die Unterstadt. Der erste Abschnitt der Unterstadt, ne? Also waren dann 20 Gebiete, Abschnitte der Unterstadt damals. Unterstadt West. Da gab's hier, ne? Ne, hier war man nicht. Doch, Town Center West, ne? Sind wir hier rein. Und hier konnten wir nicht weiter, weil wir das Platzchen gar nicht hatten. Und auch nicht den Silberschlüssel. Und da mussten wir direkt in den nächstbesten Bossraum hineinlaufen. Und was war da? Natürlich das Dunkelelement. Ein sehr, sehr abscheulicher Boss. Der war übel. Sehr, sehr übel, ja. Dann natürlich war hier der Safe-Raum. Und natürlich haben wir hier keinen Schlüssel gehabt. Da brauchen wir einen Dingschlüssel, wie hieß er? Sunless Way war. Lass mich lügen, wo war denn das?
Ah, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Das war mit den Eisenschlüsseln. Hatten wir. Und dann konnten wir es hier rein. Aber wir mussten den Umweg nehmen nach Evelyn. Gott, das war ein Graus. Also, schlimmste Gebiet ever. Also der Anfang zumindest. Der war schlimm, ne? Uiuiuiui, das waren Zeiten. Puh. Das waren aber die ersten 20, also die ersten 10 und die ersten 20 Abschnitte des Gebietes. Und durch den Goldschlüssel und den Eisenschlüssel und den Platin haben wir erst später den Rest des Gebietes freigeschalten. Ne? Nochmal 8 Stück dazu. Das war ziemlich heftiger Aufwand. Eins, das sind jetzt 28. Puh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28. Haben wir jetzt erzählt? Ne, 28. Okay, 28 waren es. Danach kam der Schneeflügel. Eines der schlimmsten Gebiete ever. Da gibt es nicht so viel Steigerung. Schneefliegenwald. Und der. Oben oder unten? Da, Schneefliegenwald. Das war ein Gebiet. Oh Mann, oh Mann. Oh ey. Da habe ich mich dumm und dämlich gesucht. Sogar mit Lösung. Das war sehr, sehr heftig. Ne? Ich glaube, Iron Maiden 2 war das einzige Gebiet, das den Schneefliegenwald nochmal getoppt hat. Ne? Was die Orientierung im Spiel, also auf, im Dungeon angeht, war das so eins der schlimmsten, sage ich mal so. Weil es gab diesen Kriegsnebel und man wusste nicht, wo man rauskommt. Man hat die Map vielleicht gesehen, wenn man Glück hat. Ne? Hier, erste Kreuzung. Aber wenn man dann hier an den Rand der Map kommt, hat das Spiel immer einen irgendwo anders hin teleportiert, wo man eigentlich gar nicht hin wollte. Ne? Das war schon ein bisschen zermürbend, sag ich mal. Also wirklich zermürbend. So, das sind 26 Abschnitte waren es. Holy moly, ja, da kann man sich schon sehr verirren. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ja, okay, gut, das haben wir auch geschafft, ne? Da bin ich sogar zweimal in den Schneefliegenwald reingerannt mit der Lösung und habe nochmal alle Abschnitte gesucht, um wirklich das komplette Gebiet vom Schneefliegenwald fertig zu kriegen. Das war ein Aufwand. Aber wirklich, ne? Da musst du dir dann schon wirklich eine Karte zeichnen und dann A, B, C alles notieren, wo man rein und rausläuft. Ja. Ein kürzeres Gebiet war dann, wenn man durch den Schneefliegenwald raus ist, kam man nach City Wall Süd. Das war recht ein übersichtliches Gebiet. Ne? Hier konnte man von hier aus zum Schneefliegenwald hier eine Abkürzung. Und dort nochmal eine weitere Abkürzung, in die Festung zu kommen. Das war recht nice. Die Festung, also der Weg hier, waren da Lizards.
Ist ja nicht so gefährlich. Ja. Bisschen zum Farmen und zum Leveln. Ja. Außerdem gibt es hier noch eine Trainingspuppe. 1, 3, 4, 5. In Abschnitt 5, The Boys Training Room, gab es hier nochmal eine Trainingspuppe. Recht praktisch. Also wer Probleme hat gegen Drachen oder so. Genau hier kriegt man die Trainingspuppe her. Natürlich, die meisten Trainingspuppen kriegt man dann nur, wenn man vorher irgendetwas getan hat. Ich glaube, es war der Schneedrache. Kann das sein? Ich weiß nicht mehr genau. Entweder war es der Schneedrache oder irgendein anderer Boss, den man vorher besiegen musste, dass die Trainingspuppe genau an diesem Ort erscheint. Das ist so ein kleiner Dings. Extra Ding, was du machen musst, sonst die Trainingspuppen. So, und jetzt mein Lieblingsort, einer meiner Lieblingsorte, ist die Festung. Die Festung, die war... Wo war denn jetzt die Festung? Festung? Ja. Die Festung. Sehr übersichtlich. Und hier ist der Eingang natürlich zu Iron Maiden. Und hier gibt es natürlich versiegelte Türen und so, ne? Wo man nochmal gegen alte Bosse kämpfen konnte. Ziemlich geil. Und die letzten zwei Türen waren der Tod und Asura. Asura war die Schwester von Kali. Ziemlich heftig, ne? Sehr heftig drauf. Natürlich, hier gibt es auch wieder einen Bosskampf. Nämlich hier mit Rosenkranz. Ne? Da kriegt er seine Abreibung. Und kriegt richtig schön aufs Maul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Abschnitte. Passt. Da gibt es nicht viel zum Übersehen, sag ich mal so. Und natürlich Kane's Craft. Ne? Also hier kriegt man das erste Mal richtig Stahl. Nicht Eisen oder Bronze, sondern richtige Stahlwaffen zum Schmieden. Sehr gut, ne? Das powert nochmal richtig die Ausrüstung, ne? Schwerter, Rüstungen und so weiter. Und dann kommt man zum Town Center Süd. Genau hier lang. Also hier ist der Exit, ne? Und hier gibt es dann nochmal eine Abkürzung zum Freischalten. Samt Teleport. Hier kommt dann nochmal ein menschlicher Ritter. Hier gibt es eine Abkürzung. Wenn man ein Siegel hat, aber nur wenn man ein Siegel hat, sonst kommt man hier nämlich da gar nicht durch. Und dann müsste man diesen Weg nehmen. Es gibt zwei Wege in die Mine 2. Und der eine ist ein bisschen kürzer. Der andere ist ein bisschen länger, sag ich mal. Dass das Ganze nicht so schön macht. Aber natürlich, wenn man die Abkürzung nimmt, muss man gegen das dunkle Elementar kämpfen. Was auch wieder nicht so leicht ist. Ne? Man kann sich's aussuchen, Pest oder Cholera. Also die Mine 2. So, und wie viele Abschnitte haben wir hier? Lass mich gucken. Hier. The Forecast Rise. Da fangen wir an. 8 Abschnitte sind's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Abschnitte. Ja, das ist recht übersichtlich gehalten. 8 Abschnitte. Dann kommen wir dann hier hin. Town Center East. Und als nächstes. City Wall East. So. City Wall East. Das ist auch sehr übersichtlich gehalten. Da gibt es nicht viel zu sagen. Hier gibt es natürlich noch den Schneefliegenwald. Den Ostteil des Schneefliegenwaldes. Mit einem optionalen Boss, der uns den Weg ebnet in die
Iron Maiden 2. Also da müssen wir zwar ein Bosset kaputt haben und dann kriegt man noch einen Schlüssel. Eben hier. Ja. Aber das ist dann nur im New Game Plus. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Abschnitte. Das ist nicht so viel. Abkürzungen. Ja. Abkürzungen gibt es hier in Town Center. Süden. Kann man dran vorbeilaufen an den Gegnern. Tisch. Und wenn man dann, glaube ich, hier weiterläuft, kommt man in die Unterstadt. Wieder in den Westen der Unterstadt. Und kann die Abkürzung nehmen. Mit dem Boss. Und dann kommt man durch einen Umweg in die Minen 2. Mine 2. Ist dann, ja, bisschen größer. Bisschen größer. Minen 2. Mal gucken. Minen 2. Was ist denn? Minen 2. Sind wir dann hier. Entweder kommt man hier raus. Ja, die Abkürzung. Und läuft hier den Weg. Ne, das ist der normale Weg. Das ist der normale Weg, ja, okay. Der Weg. Und wenn man die Abkürzung nimmt, kommt man genau hier raus. Was einem ziemlich viel Weg erspart. Und noch eins dazu. Man erspart sich einen Boss. Einen Boss. Und, keine Ahnung, 10 oder 20 Kartenabschnitte, die man dann nicht mehr laufen muss. Ja, das ist ziemlich gut. Nee, man erspart sich sogar zwei Bosse. Erstmal das Luftelement, ja. Luftelement. Und den zweiten Boss ist das Erdelement. Die zwei erspart man sich. Aber dafür überspringt man den Großteil von der Mine 2. Ne? Da gibt es viele Drohnen und so Sachen. Die würde ich mitnehmen, wenn es nicht so viel nervliche Anstrengung erfordert. Nämlich hier alles absuchen ist die Hölle. Also hier. Fängt hier an. Das sind 29 Abschnitte natürlich. Ne? Also Abschnitt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ach, ich habe mich verzählt. Verdammt. Verdammt, ich habe mich verzählt. Nochmal. Sehr schön. Nochmal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hä? Bin ich gerade doof? Eieiei, was habe ich denn hier? Habe ich hier gerade ein Dingens? Wie heißt's? Eieiei, Moment. Wo bin ich jetzt? Ich glaube, ich habe einen Gehirnknoten. Kann das sein, dass ich einen Gehirnknoten habe? Eieiei. Zum Schluss habe ich hier noch was vergessen. Und dann drehe ich echt hier. So. Corridor of Shade. Dann kommt Revelation Shaft. Ja. Dann Gambler Passage. Ja. Das End. Ja. Treaty Room. Auch. Lost Children. Hidden Resource. Habe ich. Sire Passage. Habe ich. Senses Lost. Habe ich. Die blutige Bekreuzung. Cat's Paw. Oder wie es auch immer heißt. Habe ich auch. Cat's Paw.
Wo ist denn das? Hier. Die Halle of Contemplation habe ich auch. Die Halle of Empty. Ja. Akolyth's Burial habe ich auch. Bricklayer habe ich. Jo. Cry of the Beast habe ich. The Ori Legend. Successively Desire. Okay. Lamb of the Slaughter. Hm. Könnte ein Gemetzelfilm sein. ja. The Slaughter. The Wage of the Noble. Hab ich auch. Kilroy was here. Okay. Interessanter Name. Kilroy. Old School Fools Loose. Ja, das reimt sich. Bomb of Reborn. Haben wir auch. The Lunatic Wains. Okay. Lunatic Wains habe ich auch. Dann. Bandit Hollow. Was? Moment. Da fehlt mir was. Mir fehlt ein Kartenabschnitt. Mir fehlt original ein Kartenabschnitt. Ja, mir fehlt ein Kartenabschnitt. Hier. Bandits Hollow. Illusions of Happiness. Was? Das ist hier. Okay. Denying in Darkness. Dublators Horror. Dann fehlt mir hier original ein Kartenabschnitt. Ja. Mir fehlt original ein Kartenabschnitt. Der ist hier irgendwo verstreut. Ja. Wenn ich jetzt hier nicht in die Lösung geschaut hätte, im Archiv, hätte ich das nicht gesehen. Ja. Hier fehlt ein Kartenabschnitt. Der kommt dann genau hier. Tomb of Reborn. Lunatic Wains. Und hier. Nach Lunatic Wains. Müsste eigentlich noch ein Kartenabschnitt kommen. Der hier nicht angezeigt wird. Work then die. Der Kartenabschnitt Work then die. Fehlt. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo das sein soll. Tja, okay. Jetzt wissen wir, wo der letzte Kartenabschnitt sein sollte. Aber ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Interessant. No. Fehlt mir original ein Kartenabschnitt. Genau in den Minen 2. Ja. Work then die. Kartenabschnitt 13, 25. Der fehlt uns. Ciao, ciao. Ne? Jetzt weiß ich's. Work then die. Okay, also die Minen 2. Müssen wir mal kurz schauen. Mine 2. Mine 2. Unterstadt. Mine 2. Nö, Unterstadt. Nö. Der Skywache war hier. Route 1, Route 2. Ach du Scheiße. Ja. Old Gold Fools Loose. Ja. Tomb of the Reborn. Tomb of the Reborn. Lunatic Wains ist hier.
Ach, die Lösung ist so. Verdammt. Nämlich Lunatic Wains ist der Abschnitt nach dem Boss, nach dem Erdelementar. Ja. Und danach kommt eigentlich nichts mehr. Ich hier in die Lösung reinschauen, beim PDF. Sehe ich hier nichts mehr. Warte, worked in time. Indeed, is this there will allow you to catch your breed and climb down to the exit. You have no complete route to and have returned to the main pass. Ah, wait. Worked in time. End of route 2 is. E2? Wo ist das? Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Also es ist das letzte Prozent vom Spiel, ne? Ah, nee. Worked and Die. Revelation, Corridor of Shades. Es müsste doch hier irgendwas sein. Es müsste so ein Shortcut sein oder sowas, ne? Wait, war das vielleicht? Bandit Hello? A Hollow? Warte. Warte. Das ist dann B2. Ich glaube, ich weiß es. Wisst ihr, wo wir hin müssen? Wir müssen. Die Abkürzung. Ich glaube, wir müssen die Abkürzung nehmen. Limestone Quarry? Nein. Das ist der Schneeflingwald, ne? Warte, das ist die Mine 2. Nein. Genau hier lang müssen wir. Abschnitt von Mine 2. Das ist nämlich ein Weg Dingens. Wie heißt's? Ja Gott. Wieder doch nur den Abschnitt hier sehen. Einigen. Town Center East, ja, okay. Nämlich, da müssen wir zu Sinners Corner. Ich weiß es. Nämlich, da war ich damals gar nicht. Ich habe mir den Weg erspart. Aber gedacht, ich brauche es nicht mehr. Wir gehen nochmal zu Sinners Corner. Falls uns das Mana ist. Okay. Wir haben es gleich, ne? Keine Panik. Warte. Ja, gut. Mana. Ach, wir haben noch ein Grimoire. Wir nutzen. Wir haben gleich die 100%. Gleich. Wir haben es gleich. So, Feuer. Ja, Zauber gelernt. Gut. Okay. Wir klatschen uns was rein. Mana. Warte. Wir haben so viel Mana-Tränke. Müssen wir mal alle verballern. So, zack. Mana voll. So. 55? Achso, mehr Mana haben wir nicht. Wir gehen zu Sinners Corner. Sinners Corner ist hier. Ja. Und wir gehen einen ganzen speziellen Weg. Ups, ich glaube, ich habe das falsche Schwert. Ups. Hoppla. Ups. War keine Absicht. Ups. Ich muss mich mal kurz hier umrüsten.
Meine Güte, ich bin hier im falschen Schwert dran. So. Einmal. Und einmal. So. Nein, nichts. Ich will nichts. Nein. So, was ist mit dir? Armbrust. Aua. Zack. Ins Gesicht. Schön. Bitte. Zack. Erledigt. Sehr gut. Jetzt. Den Weg, den ich vergessen habe, war genau hier. Wir müssen zum Corn of Prayers, dann müssen wir nach unten und genau hier ist der letzte Kartenabschnitt, den ich vergessen habe. Müssen wir da langlaufen zur nächsten Kreuzung. Natürlich gibt es ein paar Monster, das wird kein Problem sein. Hey, du stehst im Weg. Ja, Gott. Nimm das Schutzschild. Ei. So. Ganz schlimm. Nein, tu das nicht. Lass mich am Leben. Batz. Weg mit dir. Ja. Ist noch einer? Meine Güte, was ist das bald? Aua. Kann ich auch. Warte. Was da? Hier. Ja. Dass er auch was davon hat. Bam. Insgesamt. Und tschüss. So. Jetzt gehen wir hier hinab. Und hier ist genau der Abschnitt, der uns gefehlt hat. Aua. Nein. Meine Güte. Was brauche ich denn jetzt? Ich brauche... Paralyse, ne? Warte. Ich hab doch was Besseres. Das da. Zack. So. Machen wir die nochmal tot. Zack. So, du noch? Ja, komm doch her. Gibt's es? Hallo? Lass mich. So. Jetzt aber. Batz ins Gesicht. Sehr schön. Gibt er noch was her? Ah. Ja, nett. So, und genau das hier war der Abschnitt, der noch gefehlt hat. Ne? Jetzt sind wir eigentlich fertig. Jetzt. Aber jetzt hier. Ah, nee, wir müssen erst hier lang. Den Abschnitt. Hope of Obstruction. Oder wie das Ding heißt. Exit benutzen und dann gehen wir da einmal rein und hier, das ist der letzte Abschnitt, der uns gefehlt hat. Dieser Abschnitt hat uns gefehlt, diese Treppe hier. Nämlich die Treppe heißt, haben wir es gleich, Work Then Die. Genau diese Treppe hat uns gefehlt. Ne? Die Treppe hat uns gefehlt und der Lootraum. Alter Schwede, mit zwei Kartenabschnitte. Das ist heftig, oder? Zwei Kartenabschnitte gefehlt haben. Das ist heftig, oder? Oh Mann. Ja. Hier zu. Wo bin ich denn? Ach Gott, ich muss da irgendwo hochhüpfen. Schön. Bist du? Hallo? Achso, das ist ein Dämon, oder? Batz, insgesamt. Und tschüss.
Noch einer? Hallo? Was? Sehr schön. Auch erledigt. Hm? Oh, was? Einmal hoch. Ich bin schneller. Was? Idiot, der macht die Kiste kaputt. Ah! Nicht ins Gesicht, Hilfe, nein! Oh Gott. Batz, hier, noch was für dich. Batz, nochmal. Batz, nochmal. Und nochmal, und nochmal. Batz, so, hast du genug? Okay, gut. Halleluja. So. Jetzt nochmal zu Godshand. Einmal speichern. Und dann müssten wir, glaube ich, wirklich alles haben, was es zu holen gibt. Ne? Alle Zauber, alle Waffen. Ach, wo ist er? Achso, da. Sehr schön. So. Das waren jetzt 99% und jetzt sind. Schauen wir mal, wie viel wir jetzt haben. Eieieiei. 2% waren es. Eine Treppe und ein Lootraum. Spiel. So, 99. Jetzt haben wir. Immer gespannt. 99,9 Wetten. Und? Echt jetzt? Ich spiel verarscht nicht, oder? Uff, okay. Dann war das nicht die Mine 2, sondern was anderes. Oh, meine. Dieses Spiel, das macht mich narrisch. Oh Mann. Nochmal zum Anfang. Wir haben jetzt die Mine fertig, ne? Alle Abschnitte. So. Spiel. So, Spiel. Einmal hier. Das. Und das. So, Mine 2 ist finish. Ne? Ich weiß noch nicht, was jetzt noch fehlt. Town Center East. Town Center East. Fuck. Town Center East. Town Center East. East ist hier, ne? Ja. Was war hier? War eine Brücke. Unterstadt. Ah, ich weiß schon wieder, wo wir sind. Das war der Weg zum Elcher-Tempel, war das, glaube ich. Der war ziemlich verworren, oder? Glaube ich zumindest. Nee, oder? Workshop, Metallwerk, Junction Point. Ah, okay. Interessant. Wo fängt denn das Gebiet an? Bisschen verworren. Bore de Blubla. Hä? Okay. Jetzt überhaupt. Cash Bridge. Ja, okay. Bore Quale G. Das ist die Cash Bridge. Bore de Bages. Oder wie heißt das Ding? Ich kann das alles nicht aussprechen, das ist schlimm. Junction Point kenne ich noch, ja. Anderes ist das Metallwerk, ja, ja, das sagt mir was. Und da war dann der Kelcher-Tempel, genau. Okay. Na gut, das sind 10 Abschnitte. Ja, 10 Abschnitte. Nicht so viel, aber trotzdem ziemlich verworren, aus meiner Sicht. Jemene. Na gut, ziehen wir hier nochmal fertig. Das ist nicht so viel. 10 Abschnitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Genau. Und dann kam die Unterstadt Osten. Das war dann der Weg mit Eisenschlüssel und dem Lichtking. Das ist ein geiler Ort gewesen. Die Unterstadt Osten. Wo wir dann dem Grissom begegnet sind. Sind wir hier reingekommen. War erstmal der Lich King, ne? Und in einen Bossraum. Wo war denn der? Bazaar auf Bizarre. Genau, ziemlicher Wortwitz. Und da konnten wir dann hier den Schlüssel uns holen. Da war noch ein Nightstalker, den auch zerhackt. Und dann ging es hier in den Keller hinab, wo wir dann Grissom begegnet sind. Und natürlich auch Tiger und Nisa. Das war ein ziemlich geiler Auftritt. Okay, das ist 13, oder? Ja, 13. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sehr schön. Das ist das Gebiet. Ja, es ist schon sehr übersichtlich. Das gefällt mir, wenn ein Gebiet übersichtlich ist. Gefällt mir. So, City Wall Norden. Norden ist hier. City Wall Norden, auch sehr übersichtlich. Ging es dann hinab? Ging es denn hier lang? Ah Gott, da mussten wir von einer Dingens zum anderen Dings laufen. Ne? From Square to Night ist hier. Bei der Anfang, wo man reinkommt anscheinend, ich weiß es nicht mehr. Dann was mal hier, ja, hier, das hier. Ja. Und dann war hier noch was. Dann konnte man hier rauslaufen. Und diese zwei Treppen, die waren versiegelt. Oder man brauchte einen Schlüssel. Und wenn man das geschafft hat, konnte man dann in die Unterstadt und konnte Grissom begehen. Noch einmal in seiner untoten Form. Das war ziemlich geil. Es sind 6 Abschnitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, passt. Puh, okay, und jetzt? Jetzt kommt Limestone Quarry. Ach du Scheiße. Ziemlich großes Gebiet. Eins der größten Gebiete im Spiel. Limestone Quarry war. Hat 31 Abschnitte. 31. Holy moly, Guacamole. Wo war denn hier der Eingang? Ach Gott, da musste man von der Unterstadt hinabsteigen und dann noch tiefer unter die Unterstadt hinabsteigen. Oh Gott, das war die Hölle. Und es gab dann zwei Wege, um hier hinabzukommen. Und hier war dann nochmal ein separater Abschnitt. Goldschlüssel. Und nochmal mit einem Silberschlüssel. Das war dann nochmal verkappter. Dass man hier nochmal extra Loot absammeln konnte. Dann erst zum Helcher-Tempel. Das war schon ziemlich heftig. Da gab es dann noch den Boss Okre. Ne? Den Okre-Lord. Das Wasserelementar gab es noch. Puh, was gab es denn noch? Den Schneedrachen, ne? Den Schneedrachen, der war wichtig. Mit dem Schneedrachen hat man nämlich alle oder fast alle Trainingspuppen freigeschalten. Ne? Und alle allerletzten Trainingsdummy hatte man dann mit im Kampf gegen Grissom, Nesa und Tiger freigeschalten. Also wenn man wirklich alle Trainingspuppen haben wollte, ne, dann musste man wirklich auch alles machen. Heftig. Okay, wir fangen wieder beim Anfang an. Wo ist der Anfang? Der Anfang ist Dark Abhorse Light. Okay. Was? Dream of Holy. Dann Horror Road. Eternity. Sanctuary.
Horn Horn. Rotten Korn. Der erste hier. Bounce of Friendship. Bacchus is cheap. Okay, was auch immer. Scream. Der Ohrenbärs. Ja. Dreamers Climb. Sinners. Timely Do with the Sleep. Okay. Warte mal, wo bin ich denn hier? Was? Jetzt habe ich mich in der Zeile vertan, oder? Warte. Sekunde. Moment, bin ich hier? The Timely Do of Sleep. Hier. Was? Wo bin ich denn jetzt? Aktionsblock? Da fehlt mir doch was, glaube ich. Da fehlt mir schon wieder irgendwas. Companion in Arms. Irgendwas stimmt hier wieder nicht. Nämlich hier wird noch was anderes angezeigt, was gar nicht stimmt. Hier gibt es einen Speicherraum. Das ist der Auktionsblock, ne? Und hier Timely Do of Sleep ist hier. Und dazwischen hat sich aber Companion in Arms dazwischen gedrängt. Companion in Arms. Aktionsblock. Ascension. Were the Serpents Hunts. Okay. Ja, es wird ein bisschen anders hier beschrieben. Da fehlen mir ein paar Abschnitte. Warte mal. Tunnel of Heartless. Oskens. Dust shall eat the days. Fehlen mir ein paar Abschnitte, glaube ich. Warte mal. A Companion in Arms. Ach, das haben sie in der falschen Reihenfolge hier aufgeschrieben. Nämlich, ich habe das in der Reihenfolge so hier stehen, dass ich den Silberschlüssel brauche, den Goldschlüssel. Und der Abschnitt hier, der letzte Abschnitt hier, die letzten fünf Abschnitte, die kriegt man nur mit dem Silber und dem Goldschlüssel. Ne? Die kriegt man so gar nicht. Nur mit dem Goldschlüssel und dem Silberschlüssel. Also das hier. Das da. Den Abschnitt hier, den kriegt man nur mit dem Goldschlüssel. Deswegen ist hier die Reihenfolge ein bisschen, wie soll ich sagen, verwirrend. Hier geht es dann natürlich weiter. Auktionsblock. Das Ganze hier wird übersprungen, so gesehen. Auktionsblock ist hier. Da brauchen wir dann ein Siegel, was man sonst nicht kriegt. Und hier ist dann Ascension mit dem Silberschlüssel. Serpent's Hand, auch Silberschlüssel. Flatting Joy, auch Silberschlüssel. Und hier auch nochmal. Das hier ist mit dem Goldschlüssel geöffnet. Ja. Timely Deep Do of Sleep, das ist hier, ne? Genau. Und dann kommt hier der Auktionsblock. Irgendwo gibt es hier noch ein Bonfire-Dingens. Labor of Bonfire ist hier. Ah, das stimmt. Stone and Silver. Ja. Torture with the End. Way Down. Exception Hollow, ja. Parting Regrets, Code of Tales, stimmt. Dust Shall Eat Days, ja. Und dann kommt hier nämlich dann der Boss. Wenn man das Siegel hat. Und kommt hier zum Kelchertempel. Und der obere Abschnitt hier, ne? Den kriegt man erst mit dem Silberschlüssel. Und ein Goldschlüssel hier, ne? Genau.
passt. Das war Limestone Quarry. Also da braucht man wirklich alle Siegel, alle Schlüssel, sonst kannst du es vergessen. Was natürlich viel schöner gemacht ist, viel übersichtlicher, ist der Kelchertempel, wo nur noch Bossmonster rumlaufen. Natürlich, hier gibt es wieder einen Silberschlüssel, den kriegt man recht leicht. Wenn man hier reinläuft, einmal rechts abbiegen und dann kommt man hier zum Minotaurus. Ja, das ist schon ziemlich geil. Der kann nichts aus meiner Sicht. Natürlich gibt es vorher noch einen Last Crusader. Den kennt man aus der Unterstadt. Der ist in der Hall of Prayer. Der ist nicht schlecht. Der kann ein bisschen was. Und natürlich holt man sich den Silberschlüssel. Und kann dann alle Türen öffnen. Und dann kommt man hier zum Boss. Kali. War denn das jetzt? Kali war. Chamber of Reasons. So hier, ne? Wo die Kali unseren guten Rosenkranz zerhackt hat. War ziemlich geil gemacht. Da meinte noch der gute Rosenkranz, er würde Sitten zerhacken. Arme, Beine, was auch immer. Und unser guter Sidney meinte, nö, machst du nicht. Du meinen Arm wieder dran montieren. Was er dann gemacht hat. Und dann kam halt Kali und meinte, aus dem Weg, Platz. Und was war's dann mit Rosenkranz? Ich fand das ziemlich geil gemacht. Dass Sidney sogar eine Göttin beschwört, ne? Oder aufweckt, ne? Und meint, da schau hier, das ist ein Ketzer, mach den mal tot. Ich fand das ziemlich geil. So, Exit war dann hier, genau. Exit to City Center. Das war dann wieder der Ausgang, um zur Oberfläche zu kommen. Gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ja. Und der Rest ist Schneefliegenwald. Osten. Escape Way. Die vergessene Passage gibt es auch noch. Aber das Ganze ist hier recht übersichtlich, sage ich mal. Da dürfte ich eigentlich nichts verpasst haben. Können wir mal kurz gucken. Escape Way. Schneefliegenwald. Warte mal, was war das? Der vergessene Passweg ist hier. Also, es sind ein paar Abschnitte. Da war nur ein Boss. Da gab es nicht viel. Da gab es natürlich noch den Escape Way, der war ein bisschen größer. Aber auch hier kann man eigentlich nichts verpassen. Ne? Escape Way. Also die ganzen Wege mit dem Goldschlüssel und dem Silberschlüssel oder Platinum, bladibla. Da kann man nicht sehr viel übersehen. Dann gibt es natürlich noch den Schneefliegenwald. Den Osten vom Schneefliegenwald. Es war sehr übersichtlich. Hier gibt es nur drei Abschnitte. Ja, drei Abschnitte. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Alles New Game Plus Content. Da gibt es nicht mehr viel. Und ja. Kommt eigentlich nur noch Iron Maiden. Das ist ziemlich verwinkelt jetzt. Es ist die Frage, ob ich hier was vergessen habe oder nicht. Ich glaube, den ersten Abschnitt habe ich alles gemacht. Müsste ich natürlich
Durchzählen. Aber ich glaube, ich habe alles gemacht. Es sind 23 Abschnitte. Level 1. 23 Abschnitte. Nur mal kurz zählen. Okay. Cage. Die Cage ist hier. Cage ist 1. Dann Cauldron. Wooden Horse. Darwation. Priest Reaper. Branks. The Wheel. The Pier. Judas Cradle. Whirligig. Oder was auch immer. Wie steht's denn? The Whirligig. Keine Ahnung, was das heißen soll. Spanish Tickler. Okay. Spanischer Kitzler. Heretic Fork. Chair of Spikes. Blooding. Blooding ist hier. Dann Optikens. Burrell. Moch. Burning. Leaning of Souls. Ja, haben wir auch gemacht. Ducking Pistol. Garrot. Dann die Gehängten. Und hier kommt dann der Bossraum. Genau, da war nicht viel. Also zum Übersehen ist da nicht viel mehr. Man läuft eigentlich überall rein. Das sollte kein Problem sein. Iron Maiden 2 ist schwieriger, sag ich mal. Weil, wie soll ich sagen? Es gibt da sehr viel Teleporters. Und Teleporters sind übel. Teleporters. Ja. Sehr viele Teleporters. Das habe ich auch mit der Lösung gemacht. Oinix Lot Ordeal of My Fire. Hab ich auch gemacht. The Oven of Neas. Ja. Freezing. Mind Burning. The Wreck. Thaw. Cold. Bridle. Okay. Hinweis. The Spider. Ja. Und da muss man den ganzen Weg geradeaus durchlaufen. Und dann kriegt man hier noch zwei Nebenräume, ne, zum Loopen. Und wenn man das geschafft hat, wie heißen die? Warraschen und Leadsbringer. Und wenn man das geschafft hat, dann geht's los bei Pendulum, dann Dragging, und dann wird's dann kompliziert, dann kommt Teplias, Strangulation, was ist da der Pott? Hier ist das andere. Tumpskraw. Langsilber ist hier. Und dann ist hier der Ausgang. Uff, das ist schon ziemlich. Boah. Aber ich habe alles gemacht. Mit Lösung. Also ich habe mich nach dem Bild gerichtet, was ich gesehen habe. Ja, das letzte ist nicht sehr groß. Es sind nur 4 Abschnitte. Ja, genau, 4 Abschnitte. Da gibt es nicht mehr viel zu gucken. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch die große Kathedrale. Und hier müsste ich auch alles gemacht haben, ne? Tja, große Kathedrale. Wie viele Abschnitte sind's? 33. Holy moly. Es ist halt die Frage, ob der Bossraum dazu zählt. Nämlich. In der Lösung steht hier drin, dass angeblich das Ding dazu zählt. Also angeblich. Ja, angeblich.
Müsste ich mal gucken, wo ich hier bin. Bin ich ein Offering of Soul? Wo bin ich denn hier? Sanity Madness? Das ist hier, na, das ist der Bossraum gewesen. True and Lies. Order of Order and Chaos. Eieiei, Struggle of the Soul. Puh. Also das hier müsste der erste Abschnitt sein, glaube ich. Die großen Kathedrale? Nee. Moment. Das müsste es sein, oder? The Victory Laws. Weil da fehlt mir ein Abschnitt, oder? Victory Laws ist hier. Struggle of Soul ist hier. Offering of the Soul. Oh Mann, oh Mega. Wie viele Abschnitte sind es? 1, 2, 3, 4. 6 Stück. Nämlich bei der Lösung steht dann wieder was ganz anderes drin, wie die Kartenabschnitte heißen. Also die Bossräume, die haben den selben Namen. Sanity of Madness war die Krabbe. True and Lies war der Ifrit. Order und Chaos war der Marit, der Wasserdämon. Ja, also die stimmen noch. Victor's Laurels. Victor Laurels stimmt auch noch. Struggle of the Souls stimmt auch noch. Oder? Warte mal. Struggle of the Soul? Finde ich hier gar nicht, ne? Auf der Map. Struggle of the Soul. Ist das hier irgendwo? Offering of Soul? Nee, aber. Scheiße. Wo ist das? Offering of Souls habe ich hier gar nicht. Also ich habe die drei Abschnitte hier. Warte mal. Ah, nee. Struggle of Souls habe ich. Struggle of Souls. Struggle of Souls habe ich. Victor's Laurel habe ich auch. Und dann habe ich hier Order of Chaos, Lügen und Sanity. Into Holy Battle habe ich gar nicht. Also der Kartenabschnitt heißt so. Into Holy Battle heißt der Abschnitt. Den ich hier nicht habe. Er fehlt mir. Into Holy Battle habe ich nicht. Ich habe stattdessen Offering of Souls. Vielleicht ist es nur Übersetzungsdings, technisch hier. Ich weiß es nicht. Wenn es nur Übersetzungsfehler technisch hier ist, dann ja, okay. Dann ist das vielleicht so. Aber es macht mir das Ganze trotzdem nicht leichter. Hier mir das Ganze zu überprüfen. Ne? Also die Bossräume, die heißen alle anscheinend gleich. Da dürfte eigentlich nichts falsch sein. Ah, Offering of Souls ist hier. Das habe ich hier unten stehen. Ich habe so einen anderen Kartenabschnitt eigentlich. Und jetzt müsste ich dann trotzdem noch suchen, wo ich Offering of Souls ist hier. Habe ich die Offering of Soul, habe ich ganz unten irgendwo stehen. In einem ganz anderen Abschnitt. Und müsste ich trotzdem noch mal suchen, wenn ich hier weitergehe. Wo ich den Abschnitt finde,
Interholy Battle. Ist es schlimm, nämlich dass den letzten Abschnitt hatte in dem Archiv, hat er nicht richtig eingeordnet nach Abschnitten. So. Stockwerk 1, 2, 3 und so hat er nicht wirklich hier. Ja, nee. Aber ich glaube, die habe ich nicht zum Verdienst, glaube ich. Ne? Also, ich müsste die komplette Karte eigentlich haben. Und die Sache ist jetzt die. Hier steht Unknown. Und dieser Abschnitt sollte theoretisch noch zur großen Kathedrale gehören. Unknown, der Abschnitt. Ich weiß es nicht. Es steht nur dreimal Fragezeichen. Und natürlich der Endboss steht hier drin. Ne? Ja. Okay. Das kann ich ja leider jetzt nicht überprüfen. Außer ich spiele das Spiel durch. Ne? Was ich heute nicht mehr machen werde. Ja. Es war ein Höllenritt. Sag ich mal. 99. Bin aber gespannt nächstes Mal, ob und wie gedönt, wenn wir das durchspielen, ob wir die 100 schaffen, ob der Bossraum noch zum Gebiet dazu gehört. Das weiß ich jetzt nicht. Aber mich würde es interessieren. Also ich habe alles überprüft, was es zum Überprüfen gibt. Ne? Er geht eigentlich nicht. Ja, was machen wir jetzt? Irgendwas zusammenschmieden. In der God's Hand. Wunderschön. Ach, wir haben noch einen Krieg. Ist es gerade? Irgendwas machen? Nicht. Ein Gries. Ne. So ein Gries ist ziemlich heftig. 24 Stärke. Nett. Da muss ich irgendwie nochmal rum experimentieren. Was ich mit den ganzen Schilden, Rüstungen mache. Schild. Sieht nett aus. Das Schild. So, komm. Wieder zusammen. Bisschen schmieden. Ja, man hat hier nicht mehr zu tun. Außer schmieden. Ritterschild. Schild mal. Schade. Winter. Ich habe das noch. Das noch. Bei den Handschuhen ist ich noch. Flutet, Gloves. Dinger habe ich hier noch. Ui, die Frage, was kommt da raus? Flutet Gloves, Hoplite Gloves. Ui. Würde mich jetzt interessieren. Ne, da kommt nichts Besseres. Schade eigentlich. Die Hoplites kann ich glaube ich auch nicht mehr verbessern. Oder? Oh, doch, die kann ich. Oha. Oha, das sieht ziemlich geil aus. Sind sogar stärker. Echt. Es gibt ein paar Minuswerte. Holy moly. Ja, zerrannt. Echt. Auch nicht übel. Müsste ich dann noch die Freitüner loswerden? Flutet Klaus? Ah, die Freitüner habe ich ziemlich stark gespielt. Ziemlich heftig. Was kann ich denn da noch machen? Looted Cloves sind schwach. Aber eigentlich doch nicht so schwach. Axe.
Junge. Blutet Klaus. Nicht gut geblutet. Holy moly. Oh, komm. Warum der Geiz? Noch. Man flutet. Sind immer stärker. Kann ich den nicht verstärker machen? Ja, irgendwie. Geht nicht, ne? Geht nicht. Schade, irgendwie. Schade. Ist mit dem? Nö. Will auch nicht. Ja, oder? Ich hab noch eine Arme. Das. Okay, das. Nö. Da fehlt ein bisschen was, ne? Schade. Na dann. Ja, Handschuhe. Handschuhe, schick, schick, schick. Da gab's nichts Neues. Der Rest liegt in der Kiste, ne? In der Kiste. Soll ich jetzt nochmal in die Kiste greifen? Soll ich? Oder soll ich nicht? Nee, oder? Soll ich nochmal in die Kiste greifen? Ich bin gerade unsicher. Weil so viel gibt es eigentlich gar nicht mehr zu tun. Und das Schmieden ist ja so langweilig. Oder? Denke ich mir zumindest. Ich könnte zumindest mal reingucken. Ob ich noch irgendwas habe in der Kiste? Nicht? Ah, warte, ich tue mal speichern. Speichern. So. Immer? Prozent? Ja. So. Dann. Speichern. %. Das Spiel macht mich fertig. Thomas, 19:30. So, wie viel Platz habe ich noch? 6, 8. Ja. Bilder kann ich noch ein. Barbut. Barbut ist ziemlich stark. Bild mir zumindest ein, dass der stark war. Ja.
Was ist mit dem Barbut? Warte mal, Barbut? Das war ja ein Helm, ne? Ganz kurz gucken. Das war ein Helm, glaube ich. Barbut. Der war gar nicht so schön. Barbut, Burgund. Hui, warte mal, was kriegt denn da aus? 16, 9. Schade. Eigentlich gar nicht mal so schwach. Das ist nicht so ganz meins. Ne? Von 16 auf 14. Ach, du bist stärker. Was? Ja, so also ganz geht sich nicht. Ja, das ist ja. Nee. Das ist nicht. Nö. Was? Dafür soll man mal schmieden. Piraten. Habe ich hier noch was? Ich glaube nicht. Ja. Hitterschild. Okay. Na gut. Schauen wir mal kurz. Schilde kann ich mal gucken. Aber Schilde, glaube ich, habe ich letztes Mal schon mal geschmiedet. Da gibt's nicht mehr viel zum Schauen. Ja, in den Kopf. Schauen wir mal. Was habe ich denn da noch? Waffen? Na, ich habe die ganzen Stahlwaffen noch. Ich glaube, die Poleaxt habe ich noch, das Cora. Ein paar Dolche habe ich gehabt. Alkion. Damaskus Executor. Meine Güte. Executor Tamaskus. Noch ein Molnyl. Ein Shiva. Ach du Scheiße. Thanas habe ich auch. Uff. Ist ja nicht schlecht. Hellebard. Mit Hellebard war das stärkste. Hellebard, Kohleaxt. So viel. Ach, die Schilde. Dafür wollen wir gar nicht angucken. Die Schilde waren interessant. Da habe ich noch ein Circle Shield mit Damaskus. Das ist was Interessantes. Dann noch ein paar Ritterschilde. Kaserol Damaskus. Ich würde mal schauen, was ich aus dem Damaskus mache. Sehr interessant. Also Damaskus-Schilde. Und dann nochmal Stahl- und Silberschilde. Jetzt wäre noch. Es würde mich jetzt interessieren, ob ich da was Gescheites rauskriege oder nicht. Die sind ja nicht so schwach. Kitschild. Nein, angucken. 21. Trauerschild. Schwach. Eisen. Ritterschild. Ritterschild waren okay. Herzschild. 24. 24. Wir haben alle irgendwie dasselbe Dingens. 21. Hit. Aserol. Okay, dann nehmen wir das Rundschild. Ja. Nicht das Rundschild, das war schwach. Ritterschild. Herzschild war stark. Ja, okay. Schild. Nehmen wir uns mit. Herzschild. Ritterschild, glaube ich. Das mit dem Kaserol. Der Kaserol war wieder zu schwach. Ritterschild. 25, 15. 20, 16. Ja. 24, 20 ist halt besser. Die Ritterschild. Immer die Ritter. Gott, ich bin voll. Das geht sich gar nicht mehr aus. Ach je. Dann halt nicht. Probieren wir mal ein bisschen Schilde schmieden. Vielleicht haben wir Glück.
So, speichern. So. So, okay. Schauen wir mal. Da kriegen wir was Schönes zusammen. Ja, Kamera. Schilde. Bin mal gespannt. Ne? Damaskus-Schilde und Silberschilde. Bin mal gespannt. Vielleicht haben wir ja Glück. So ein Damaskus-Schild wird ziemlich gut, oder? Damaskus-Schild. Haserol. Zirkus-Schild, Rundschild. Herzschild. Boah, wenn ich das andere war. 2020. Hätte ich das andere Schild genommen. Ja. Tja. Rumtschen. Das sieht nicht so stark. Schade eigentlich. Schauen wir mal. Rumtschild. Und dann machen. Schild. Ein Buckel. Wow, ernsthaft? Ein Buckel? Okay. Ein Rundschild. Silber. ja, okay. Schwachsinn. Schwachsinnige Ideen. Okay. Wetterschild, Circle-Schild. Yep. Opulit. Das. Ey, meine. Also Silber schmieden. Ja, okay. Okay. Ja, Gott, da kommt ja nur Schrott raus. Das sieht nicht so gut aus. Ein Herzschild. Ja, okay. Herzschild ist gar nicht mal so schlecht. Herzschild, ja. Nein. Ach Gott, ich will ein ordentliches Damaskus haben. Okay. Nein. Jetzt müsste ich mir starke Bilder Dingsen, ne? Farmen. Aber das Ganze jetzt farmen, da würde ich ja noch 20 Jahre hier rumsitzen. Das wäre irgendwie nicht zielführend. Das ist mit dem Ritterschild. Ja, Buckel. Okay. Wir sind immer das stärkste Schild im Spiel. Wissen wir schon. Älter? Oh Gott, das ist ja noch schwächer. Nichts Gutes. Kasserol. Nee. Ich hab irgendwie nichts Gescheites, oder? Nee. Das. Nee. Ich hätte gerne einen Damaskus, ne? Also die sind nicht so schwach. Die sind eigentlich ziemlich stark. Sieht man hier am Kasserol-Schild. Es ist fast schon stärker als ein Ritterschild, ne? Wenn ich das Ganze jetzt Damaskus-Ritterschild hätte, ne? Wäre noch stärker. Schade, dass es nicht funktioniert.
Oder kann ich das Damaskus nochmal stärken? Hitschild. Nee, das ist eine Stufe schwächer. Nö, nö, nö. Nee. Da kommt nichts Gescheites raus. Schade eigentlich, ne? Ich könnte halt noch hier mit dem Herzschild. Das wäre vielleicht eine Lösung, ne? So. Ne. Dingslösung. Musik. Das wäre noch eine Lösung. Ja, das geht. Schade. Nö. Noch ein Buckel? Nö. Nee, ich krieg irgendwie nur noch Buckels raus. Bitte. Ey, meine. Rumschild. Nö, 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 nö. Nö, da kommt nichts Gescheites raus, Leute. Nee. Also ich glaube, das wird jetzt mehr mit dem Spiel halt. Ach, das, dann muss ich zu viel Oberdumm probieren. Das dauert noch 3 Stunden. Ach, vorher. Beende ich den Stream. Einmal speichern natürlich. Cent. Und die Musik mit einer gehörigen Zeiger. Na gut. So. Schönere Musik. Mir mehr zusagt. So. Speichern. Na, wir sind gar nicht mal so. Wir sind zu weit gekommen eigentlich. Ne? Wir haben 2% geschafft, ne? Oder 1%? 1,1%. Wir haben ein paar Sachen noch aufgedeckt. Ein paar Map-Schnitte. Ne? Da bin ich ziemlich happy drüber. Auch wenn es jetzt nicht die 100% waren. Neue Loot. Freut mich auch sehr. Hm? Endlich die Feuer-Fusion. Ganz am Ende des Spiels. Auch sehr schön. Ja, Loot. Rüstungen war jetzt nicht so toll. Aber interessant, wo ich noch Loot liegen haben lassen. Mit dem. Hätte ich natürlich nicht gerechnet. Ne? Immer mal schauen, wo eine verschlossene Tür ist. Vielleicht ist dahinter Loot versteckt. Aber natürlich auch vielleicht. Ne? Mein Bildschirm mag nicht mehr. Ihr sagt schon, mach den Stream aus. Ja, das mache ich dann gleich. Natürlich alle Folgen von Vagrant Story gibt es auf YouTube zu sehen. Wer da Lust und Laune hat, sich das anzugucken. Jetzt reingucken. Ja. Gibt es sonst noch was zu sagen? Nicht. Es war mir eine Freude. Eine Ehre. Ich werde dann noch ein bisschen schmieden. Ja. Rumexperimentieren. Ja, da gibt es noch ein paar Sachen. Mit dem Damaskusstahl. Falls was ordentliches rauskommt, für das nächste Mal. Damaskuswaffen, Damaskusrüstungen oder irgendwas anderes Tolles. Ne? Ja. Und dann, wenn das erledigt ist, haben wir dann nächstes Mal, dass wir den Endboss zerhacken. Und vielleicht ist der letzte Raum, Bossraum, Endbossraum,
vielleicht der letzte Prozent, der uns fehlt, wenn wir Glück haben. Und ja, das werden wir dann sehen in Abspann vielleicht. Ob dann steht 100% oder nicht 100%. Und ja, dann heißt es Ende Gelände von Background Story. Macht mich fast schon traurig. Ist aber so. Und ja, ein neues Spiel wird kommen. Einige wissen es vielleicht schon. Einige nicht. Es hat irgendwas mit Fantasie zu tun. Und super alt. Und ich hab's auf CD. Mein Spiel. Damals noch auf CDs. Nicht auf DVDs. CDs. Mit super FMV Videos und so Sachen. Das kommt auch noch. Ganz tolle Grafik mit 8-Bit und so. Ja, man sieht sich im nächsten Stream. Samstag, Sonntag und Montag. Ne? Samstag geht's relaxing mit Eisventil, falls die Internetverbindung will. Dann wieder Sonntag Monkey Island. The Secret of Monkey Island. Und nächsten Montag das Ende von Vagrant Story. Ja, das Ende. Das Ende. Tja. Ich sage ciao, ciao.